Liebe Genossinnen, Genossen, ich möchte Sie auch erstmal sehr herzlich begrüßen und bedanke mich auch für die Einladung, dass wir hier auch sein dürfen, weil, wie Sie auch wissen, ich komme aus Osterschambeck, das heißt, ich bin eigentlich in Deutschland aufgewachsen, mit großer Hoffnung, dass sich auch in der Türkei eine Demokratie entwickelt hat, bin ich mit dieser Hoffnung zurück zu meinem Heimat gekehrt und wurde dann auch als Bürgermeisterin für Stadt Cizre gewählt, aber leider durch die starken Angriffe, massive Angriffe und darunter auch durch Massaker und durch Städtezerstörungen haben wir sehr, sehr stark gelitten, auch als Volk, natürlich auch als Politiker und Politikerinnen. Deshalb sind wir auch mit, wie mein Kollege auch, wir sind hier im Exil in Deutschland, auch viele weitere Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Abgeordneten. Deshalb, wir haben unsere Hoffnung, ist noch sehr groß, dass sich wirklich auch jetzt mit den Wahlen, was am 24. Juni auf uns zukommt, gibt es schon die Hoffnung, dass sich das mit einem demokratischen Wahlen, was eigentlich jetzt nicht da ist, aber trotzdem durch die Völker, durch den großen Kampf von den Völkern und Unterstützung, Solidarität, glauben wir, dass durch den Kampf auch mit einem Wahl Erdogan genauso besiegt werden kann. Deshalb, natürlich werden die Wahlen unter Ausnahmezustand, das heißt, die Städte sind noch voller voller Militär besetzt. Aber wir kriegen immer wieder Nachrichten aus der Türkei, vor allem aus den kurdischen Gebieten, überall besteht eine große Moralmotivation, dass sie sich wirklich sehr gut organisieren und so hoch motiviert sind, dass sie Erdogan besiegen können. Mit dieser Hoffnung sind wir auch hier in Deutschland. Wir machen hier auch den großen Wahlkampf für die HDP. Und wir haben hier 1,5 Millionen ungefähr Wähler, die türkischstämmige Wähler. Und wir machen hier auch genauso den Wahlkampf, dass wir hier in Europa natürlich auch genauso viele Stimmen und für die HDP, für Demokratie, für Gleichheit, für Frauenbefreiung, für alle Menschen, für alle Minderheiten, für alle Kulturen, alle Religionen, alle Menschen, die eigentlich je nach Erdogan sagt er immer wieder, es gibt nur ein Fahnen, eine Sprache, nur eine Religion und alles andere wird sozusagen nicht gesehen, wird nicht akzeptiert. Und genau dagegen setzen wir uns ein. Und wir sind hier auch hier, sagt euch bei den Linken, fühlen wir sich auch nicht zu Hause, weil es ist unsere Schwester, Geschwisterpartei. Und deshalb, wir haben immer Solidarität sehr groß gehabt. Wir haben auch viele Paten, Abgeordneten, Parlament, Patenschaften mit unseren Parlamenten, die immer noch inhaftiert sind mit unserem Kandidat, wie Präsidentkandidat Herr Selahattin Demirtas. Wir haben jetzt eine Aktion angefangen für seine Befreiung, dass er frei kommt und dass er auch wie alle anderen Kandidaten, Präsidentkandidaten, seine Wahlkampagne auch wie gerecht durchführen kann. Natürlich auch für alle politische Gefangene machen wir hier auch mit unseren Freunden, Freundinnen und diese Kampagne, vor allem die Politiker hier in Deutschland. Wir bedanken uns sehr groß natürlich bei den Linken, weil wir haben immer Solidarität sehr groß gehabt. Wir glauben und hoffen, dass wir diesen Kampf gemeinsam gegen Faschismus, gegen Diktaturen recht besiegen kann. Und deshalb wünsche ich euch nochmals sehr, sehr viel Erfolg und einen gemeinsamen Kampf und Solidarität. Vielen Dank.